Ja, hallo, ich bin Camilla Pfeffer, ich bin 18 Jahre alt und ich bin die Kapitänin. Und ich habe in Tübingen angefangen mit der RSG mit 7 Jahren und habe dann mit 12 nach Schmieden gewechselt an den Stützpunkt. Und ja, bin jetzt seit 2009 in der Nationalgruppe. Mein Name ist Katrin Pohl, ich bin 17 Jahre alt und komme aus dem Saarland. Und RSG mache ich, seitdem ich 4 Jahre alt bin, ebenso wie Mira Wimperling. Und ich habe 2009 in der Junior-Nationalmannschaft trainiert und seit 2010 bin ich in der Senior-Nationalmannschaft. Ich bin Irina Sergeva, bin 17 Jahre alt, komme aus Ulm, war genauso mit Kadi in der Junior-Nationalgruppe 2009 und seit 2010 bin ich in der Nationalgruppe. Ich bin die Mira Wimperling, bin aus dem Saarland, bin ebenfalls 17 Jahre alt und bin seit 2009 im November. Ich bin die Sarah Radmann, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Dettingen an der Erms, habe aber auch wie die Camilla in Tübingen angefangen und bin seit 2008 in der Gruppe. Ich bin Nicole Müller, ich bin 16 Jahre alt, ich komme aus Hamburg und bin seit einem Jahr bei der Nationalmannschaft dabei. Ich bin Vivian Niklas, bin auch 16 Jahre alt, komme aus Leipzig und bin auch seit einem Jahr bei der Nationalmannschaft. Die deutsche Gruppe hat ganz schön für Aufsehen gesorgt in den letzten Wettkämpfen. Es gab einen großen Anstieg an Qualität. Wie erklärt das die Kapitänin vor der WM? Wie kommt das? Ihr seid in der Weltspitze, dicht dran. Das ist natürlich Arbeit. Das liegt an den guten Trainern, die wir haben und wahnsinnig viel Arbeit, die einfach drin steckt. Und wir wollen uns natürlich auch bedanken bei unseren Trainern für die gute Arbeit, die sie mit uns leisten. In den letzten Wettkämpfen habt ihr sicher Kontakt gehabt zu den Spitzengruppen wie Italien, Weißrussland, Russland. Was macht deren Leistungsprofil aus? Sind das Vorbilder oder sind die unerreicht? Die sind schon Vorbilder und wir haben auch, glaube ich, fast jede Gruppe auch mal geschlagen, wenn die natürlich Fehler auch gemacht haben. Aber die sind nicht unerreichbar, aber natürlich schon noch ein Stück über uns, was einfach auch daran liegt, dass sie noch mehr trainieren als wir, weil wir auch nicht in die Schule gehen. Wagt die Chefin der Gruppe einen Tipp für Montpellier, ein Ziel oder eine Wunschplatzierung? Für uns? Naja, wir haben uns als Ziel eigentlich gesetzt, unter die ersten 8 zu kommen. Ja, und das wollen wir erreichen. Hauptziel Olympia-Qualifikation. Ja, natürlich. Und vielleicht in den Finals? Mit welcher Übung wäre die Chance am größten? Oh, Finals, wenn wir 8er insgesamt werden, können wir auch in beide Finals kommen. Okay. Also Daumen drücken, alles Gute und viel Erfolg in Montpellier. Dankeschön. Dankeschön.